Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Ausschuss ohne Debatte dieser Verordnung zugestimmt. Insofern würde ich es auch jetzt kurz machen wollen, aber ein, zwei kleine Sätze muss ich dann doch noch loswerden, dass die Kollegin, die jetzt geredet hat, wieder von desolater Altenpflegegesetz spricht. Das mag ja sein. Wir haben ja vorhin gelernt, worauf die FDP hinaus will, den Markt bereiten für neue stationäre Einrichtungen. Das ist das Wichtigste und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Und vielleicht ein Zitat noch aus Ihrer Rede, was mir gar nicht zuerst aufgefallen war, dass Sie, wenn das Ihre Tochter als Hausaufgabe gemacht hätte, das genommen hätten und zerrissen hätten und gesagt hätten, das können Sie besser, das ist die schwarze Pädagogik der FDP, das hat mit uns nichts zu tun. Wir würden dieser Verordnung werden wir heute so zustimmen, weil es eine pragmatische Lösung ist und alle andere ideologische Befrachtung ist völlig überflüssig.